nächste rechts. Nach dem Edelsteindorf ist wieder Relaxen angesagt. Nur durch unsere speziellen Womo-Führer kommen wir an diesen traumhaften Waldsee. Kein Hinweisschild auf eine offizielle Badestelle. Nichts außer diesem Schild. Allerdings wieder mal ein paar Kilometer Schotterpiste, die sich aber lohnen. Und ein erster Härtetest für die reparierte Wassertankhalterung. Die hält aber. Belohnt werden wir mit einem Traumsee. Nur ein weiterer Camper ist bereits da. Ist anscheinend mit demselben Wohnmobilreiseführer unterwegs. Ab und zu kommen ein paar freundliche Finnen vorbei. Ansonsten ist es aber himmlisch ruhig. Am Ankunftstag gleich ab ins Wasser und genießen. Die Abendstimmung am See bedarf keiner Worte. So, genau so haben wir uns Finnland vorgestellt. Am nächsten Morgen, ziemlich früh vor dem Frühstück, wieder ab in den See. Eigentlich hätten wir auch das Kajak aufbauen können. Die erste Woche ist es aber mit über 30 Grad für finnische Verhältnisse sehr heiß. Und paddeln heißt ja arbeiten. Und schwitzen im Kajak? Nein, danke. Also genießen wir im klaren, etwas torfbraunen Wasser den finnischen Sommer. Irgendwann geht's weiter und...